So, guten Morgen. Wir machen einen Jahresrückblick von Herzberg am Harz, wie das Jahr 2021 war. Und wir erhoffen uns nur das Beste für 2022. So. Wie haben Sie das ganze Jahr 2021 erlebt? Das ganze Jahr 2021 fand ich ziemlich stressig wegen unserem Coronavirus. Aber ja, das war so das Einzige. Also ich fand es jetzt, dass es schnell rumgegangen das Jahr. Und ja, irgendwie konnte man gar nicht so richtig leben oder was erleben. Ja. Ne, alles haben Sie vielleicht auch was Positives zu berichten? Ja, Positives habe ich von unserem Verein, von unserem Jüßhilfeverein, dass es unseren Tieren allen gut geht. Wir haben viele neue Mitglieder, das kommt gut in Herzberg an. Wir haben viele Herzberger, die uns unterstützen, auch von außerhalb. Ja. Unsere Aktionen hier waren immer super. Ja, und dass wir alle noch gesund sind. Also Hoffnung für 2022 ist natürlich klar, was wir ja nicht annehmen, dass Corona aufhört. Weil wer weiß, wie viele Jahre das wohl noch angehen wird. Aber vielleicht ändert es sich ja doch. Und 2021 hat man eigentlich erlebt, wie man jedes Jahr erlebt. Also nichts groß, außer dass Corona war, nichts anderes irgendwie. Ja, ich habe Hoffnung, dass es besser wird mit Corona. Ich weiß jetzt weiter nichts zu sagen. Wissen Sie was? Ich bin 89. Ja, kein Problem. Also das Jahr hat ja mit dem Lockdown angefangen und die Stimmung war traurig hier in Herzberg. Und dann kamen dann die neuen Maßnahmen und die Stimmung war halt immer noch nicht so gut. Und dann nach dem Lockdown hat man ein bisschen mehr erlebt vom Jahr. Zum Beispiel Wochenmarkt und so weiter, das ging wieder alles los. Und das mit dem Fitnessstudio und mit den ganzen anderen Sportarten, die wieder angefangen haben. Und ich wünsche mir für 2022, dass es weiter so läuft. Also nicht so weiter, ein bisschen besser. Dass sich Leute mal vielleicht impfen lassen und dass das ganze Leben oder das normale Leben wieder zurückkehrt. So, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie fanden Sie das Jahr 2021 und welche Hoffnung haben Sie für das Jahr 2022? Also ich empfand das Jahr 2021 sehr stressig. Ich bin noch Schülerin, vor allem in der Schule war Corona-bedingt jetzt wirklich nicht so toll. Und deswegen erhoffe ich mir für das Jahr 2022, dass es weniger stressig wird. Ich wünsche allen einen guten Rutsch und wir sehen uns hoffentlich gesund im Jahr 2022 wieder.